Im Effekt benutzt seinen Auto-Attack und auch deine Animation canceln kann und damit sofort dieser Cooldown. Dann stellt euch das vor: Ihr habt einen Cooldown-Timer, ihr macht einen Auto-Attack und dann läuft er so 1, 2, wenn ihr alle 2 Sekunden Auto-Attack machen könnt, mal übertrieben. Wenn du den halt benutzt und dann losgeht, sag ich mal, du machst einen Auto-Attack, benutzt die Revenants und so 1, Revenants und 1, dann geht er gleich wieder los. Bei Titanic funktioniert das Ganze ein bisschen anders, denn der Auto-Timer, der im Hintergrund läuft, der wird halt nicht resettet. Allerdings, sobald du den aktiven Effekt von der Titanic Hardware benutzt, hast du auch einen Auto-Attack damit, der sofort ausgeführt wird mit extra Schaden. Das heißt, dieser Timer im Hintergrund, der wird nicht resettet. Allerdings machst du dazwischen einen extra Auto-Attack und damit überbrückst du halt die Zeit zwischen den beiden Auto-Attacks. Also kann man es auch als so eine Art Auto-Hit-Reset sehen. Es ist halt, wie gesagt, kein Reset, es ist ein zusätzlicher Auto-Attack, den du damit ausführen kannst. Führt aber dazu, dass du meist den gleichen Effekt erzielst. Das ist also als solches zu behandeln. Das ist natürlich für Shen sehr, sehr gut, weil er seinen Q damit schneller auslösen kannst. Für Echo, wie gesagt, kannst du halt schneller diese drei Ringe triggern, die halt aber mittlerweile einen höheren Cooldown haben. Und ich denke, dass halt diese Titanic auf Shen vollkommen gerechtfertigt war. Allerdings auf Echo, glaube ich, war die Variante nicht so die beste. Aber gut, so ist es halt manchmal. Wir sind in einem neuen Pick und Bann. Das gleiche wird ungefähr gebannt wie vorhin. Das Einzige, was offen bleibt, ist der Tam Kench und der wird halt sofort von Longzhu dann auch genommen. Diesmal war er also nicht gebannt. Man bemächtigt sich also dem unehrenhaften Champion. Auf der anderen Seite nimmt man jetzt die gute Ash und den Gragas. Um damit Rek'Sai ins andere Team reinzustoßen, ist eigentlich die einzig richtige Variante. Lidali ist gebannt, Rek'Sai und Gragas danach die stärksten Jungler. Man kann natürlich so ein bisschen Champion-Pool bedingt auch noch überlegen, ob man nicht mal eine Elise mit reinnimmt, auch für schnelle Snowballs oder sowas. Aber Rek'Sai ist da doch deutlich die sichere Variante. Ich bin auch gespannt, wie diesmal Longzhu wirklich da agieren wird. Bitte diesmal Late-Game-Scaling. Man hat gemerkt, der Schaden hat total gefehlt. Die Syndra, die kann gut sein in der Mitte. Ich will den Pick auch mal nicht kritisieren. Ich fand die Syndra auch unheimlich gut. Gegen Viktor kann das manchmal perfekt funktionieren. Aber wenn du halt im Early 2-3 Mal gegankt wirst und nach 5 Minuten 0-3 stehst auf der Lane, dann ist es klar, dass du als Syndra mit so viel Risiko und mit so schlechten Scalings ins Late-Game halt keine große Chance hast, da mehr ins Game reinzukommen. Das muss man sagen, all in all war die Syndra einfach zu unsicher, als dass Longzhu sie hätte umsetzen können. Und dementsprechend würde ich mir da eine etwas sichere Variante wünschen. Okay, wir haben jetzt den Corki, der ist sicher. So viel kann ich schon mal sagen, gefällt mir dahingehend besser. Die Late-Game-Scaling ist natürlich noch nicht ganz so geil. Wurde aber wieder ein bisschen gebufft von den Scalings, ja. Vor allem auch vom Rockets, nee, von der Passive Scaling war das, ne? Die Passive Scaling hat man vor 2 Patches, war das aber schon immer so ein bisschen hochgesetzt. Das ist okay. Das heißt, es hilft ihm. Ich denke trotzdem nicht, dass er gerade der grandioseste Midlaner sein sollte. Jetzt ist aber auch die Frage, ob das halt ein Corki in der Midlane ist oder aber, ob das vielleicht sogar ein Corki auf der AD-Position ist. Alle Chancen sind ja offen. Der Corki darf man nicht vergessen, dass nicht zuletzt ja auch er immer seine Power Spikes hatte über das Trinity und danach über die Klinge der Unendlichkeit. Allerdings hat der Trinity mittlerweile auch keine kritische Trefferchance mehr, was natürlich auch so ein bisschen gegen Corki spielt. Das war auch der gleiche Patch, in dem er auch noch ein bisschen buff wurde. Also für ihn eigentlich gerade keine großartige Meta. Bin gespannt, wie er sich hier beweisen kann. Also Longzhu hier wieder mit dem Cheesy Pick. Ob das gut ist, das werden wir sehen. Der Urgott Pick, ich glaube, das haben die meisten gestern gefeiert. Ja, gestern wurde ja ein Urgott gepickt. Aber ich sag nichts weiter, guckt euch die Game selber an. Ich will hier überhaupt nichts großartig spoilern. Auf der anderen Seite ist es wieder der Viktor in der Mitte. Und der Alissa. Das heißt, du hast Tankiness, du hast den C und du hast wieder massive Scalings auf der Seite von Jhin Air. Und hier sehen wir auch gerade, dass mit denen gehabert wird. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es Corki auf der AD-Position wird. Ja, wird es auch. Er in der Midlane wahrscheinlich auch nicht mehr so relevant. Das ist okay. Man muss ihn halt weit ins Game jetzt reintragen. Ich denke, wenn er seine 2-3 Items hat, hat er trotzdem noch enorme Stärken. Aber es ist natürlich risikoreich. Gerade wenn er hier von dieser Komposition engaged wird, gegen Alistar, gegen Ash hast du dann ein ganz schönes Problem, weil die können nicht auch, beziehungsweise Alistar, der kann nicht aus deiner Valkyrie rausholen. Und die Ash kann dich natürlich jederzeit mit dem Arrow engagen, also für Corki ist es an sich eine relativ schwierige Laning Phase. Und ich muss auch sagen, ich finde die Kombination mit Tahm Kench jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Tahm Kench ist cool, wenn du einen stationären AD Carry hast, der über viel Schadenswerte verursacht und der selber sich halt nicht beschützen kann, aber Corki hat halt eh schon seine Valkyrie. Das heißt, der Peel von Tahm Kench wird ein bisschen überflüssig. Da hätte ich mir eher einen dominanteren Support gewünscht auf der Botlane, der halt mehr Druck auf die Gegner ausüben kann. Also von Longzhu, die kommen, gefällt mir hier ehrlich gesagt nicht ganz so gut. In der Mitte hat man sich jetzt für den Standard-Matchup entschieden. Azir gegen Viktor ist vollkommen okay. Beide haben noch nicht genervt auf dem Patch. Wir sind noch immer auf 6.13 für die Leute, die jetzt reinschalten. Also weder Azir im Early noch das Passive-Item von Viktor wurde da teurer gemacht. Ansonsten mit dem Nah eine relativ... Naja, das ist eine Variante, die ist okay. Ja, auch gegen Echo, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Na, normalerweise gegen Tank ist gut, Echo aber auch immer wieder in der Lage, immer und immer wieder dort zu engagen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir diesmal keine Titanic Hydra dort sehen werden auf Trace, aber ich will mich da jetzt natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht wird das ja Meta. Aber mir gefällt all in all die Teamcomp von Jhin Air doch um einiges besser als Longzhu. Gerade wegen der Botlane. Und Nah ist halt auch wieder so ein Faktor, der halt sehr unsicher ist. Wenn er natürlich groß ist und eine 4-5-Mann-Ultimate da platziert, ja, GG Teamfight. Aber so weit muss es erstmal kommen.
und sich da so gut zu positionieren und vor allen Dingen auch so das gute Timing zu haben von der Wut. Und das sehen ja auch immer beide Teams, auch die Gegner sehen ja, wie viel Wut du gerade hast auf Nah, wenn du deine Ultimate einsetzen kannst. Da kann man dann natürlich auch sehr geschickt drumherum spielen, muss also vorsichtig sein. Ist auch hier wieder sehr viel Unsicherheit mit dabei bei Team Long. So sie jetzt mit Nah, mit Rek'Sai, Azir auf der Botlane, dort mit Corki und mit Tahmkatch unterwegs. Und auf der anderen Seite hast du halt Jhin eher, die jetzt mit Ekko auf der Toplane, Gragas im Jungle, in der Midlane Kusen auf Viktor und auf der Botlane mit Ashe, Shay auf Alistar dort unterwegs sind. Damit herzlich willkommen zum finalen Spiel. Jetzt wird sich entscheiden, wer denn wirklich die Nase ein bisschen weiter vorne hat. Longzhu oder Jhin in der Green Wings. Für Longzhu wäre das heute richtig viel wert, weil sie endlich von diesem verdoomten 9. Platz loskommen würden und könnten sich endlich da ein bisschen von diesen Relegationsplätzen spalten. Damit wäre ESC wieder in der Relegation, diesmal aber im negativen Sinne. Denn sie haben ja jetzt den Aufstieg geschafft von der Challenger Series und jetzt wieder abzusteigen wäre natürlich ein bisschen blöd. Ja, wenn du schon mal in die LCK reinkommst, dann willst du ja auch ein bisschen länger bleiben, nicht ein Split. Aber das Risiko besteht nun mal. Aber noch ist alles offen. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Wir sind jetzt in der 9. Woche. Das heißt, 2 Wochen liegen da noch zwischen. Und bei 6 von 7 Spieltagen in der Woche sind das auch noch eine ganze Menge Spiele. Pro Team da ungefähr noch 4 Spiele, die wir sehen werden. Aber man muss sich ins Zeug legen. Für Longzhu, da wird es halt langsam richtig, richtig eng. Jhin eher, die haben noch ein bisschen mehr Puffer. Die sind ja gerade auf dem 7. Platz unterwegs und haben noch 2 Siege mehr. Aber auch da, wenn die heute die Niederlage haben und Longzhu gewinnt, wird es für Jhin ja auch langsam knapp, dass die sich nicht mehr überlegen müssten, dort ein bisschen mehr Druck auszuüben. Shay jetzt hier wieder mit dem Thundernauts unterwegs. Das ist ehrlich gesagt eine Komposition, wo ich gar keinen Thundernauts gewählt hätte auf Alistar. Ich glaube, das ist eine Komp, wo du wirklich ganz getrost sagen kannst, so komm, wir gehen passive, wir nehmen Bolt of Stone mit, Gigi, da kann überhaupt nichts passieren. Das ist natürlich, der Thundernauts ist für dich im Early jetzt Alistar mal gut, um zu snowballen. Der Damage Factor auch von den Scalings her ist für dich aber im Late Game ein Non-Factor. Und da natürlich ein bisschen besser peelen kannst, ist es okay. Und du hast halt meines Erachtens auch ein relativ... Ja, der Snowball, wenn er kommt, kommt da. Von Alistar ist er relativ unabhängig, ob der den Schaden noch mit dazu bringen kann. Und vor allen Dingen hast du halt nicht wirklich ein Snowball-lastiges Team, sondern ein Skalierteam. Wenn du ein Skalierteam hast, dann willst du halt mit diesen schlecht Late-Game-skalierenden Thundernauts auf einem Support natürlich eigentlich nicht unbedingt spielen. Ist aber dennoch okay. Das ist jetzt kein Weltuntergang. In der Mitte macht Kusen das eigentlich ganz gut. Das siehst du relativ selten, dass jemand in der Lage ist, da dann Viktor auf Level 1 noch so viel Druck auf Azir auszuüben, dass der nicht frei die Waves spielen kann. Der Zungenschnalzer einmal. Der Schaden, der hält sich aber an Grenzen. Pios ist halt ganz cool, weil er mit, ja, weil er seine Passive dadurch auch ein bisschen mehr Schaden macht. Aber all in all kann man das auch getrost ignorieren. Die Lane sollte sicher sein. Wer will sie engagen? Man müsste maximal später aufs Package aufpassen, dass man nicht direkt von Corki dort überfahren wird. Der macht halt im Early auch ziemlich viel Schaden durch seine Spells. Allerdings bist du mit Alistar und mit Ashe da auch ziemlich sicher aufgestellt. Kann sich halt danach direkt CC'en oder halt das ganze Dodgen nach hinten kiten. Da haben Kensche brauchen wir so ein bisschen, bis er da in Reichweite kommt. Das heißt, eigentlich müsste Longzhu das clever anstellen, um Kills auf der Botlane zu bekommen. Eine Möglichkeit wäre natürlich zum einen das Package auszunutzen, um das Ganze mit einer Tahmkench Jungle Ultimate zu kombinieren. Also dass du als Tahmkench den Jungler schluckst und damit halt irgendwo, von einer unvorhersehbaren Position dort in die Lane kommst, in den Gegner. Und damit natürlich den Engage auf beide immobilen Lane hast. Das ist halt der wichtige Punkt. Weder Ashe noch Alistar verfügen großartig über Escape Spells. Das wäre halt die Möglichkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Na, der Flash kommt hier nicht ganz an. Expression, der wird aber noch ein paar Mal geslowt. Die Koppel, die kommt. Das war's für ihn. First Blood geht diesmal an Trace. Der freut sich. Hat sich ja auch für eine Durans Ring-Variante entschieden. Die wir dort also sehen. Bin auch gespannt. Also wenn ich selber Ekko jetzt auf der Top Lane spielen würde, würde ich mich, glaube ich, für die Rod of Ages-Variante entscheiden. Es gibt ja halt von allen nötigen Stats so ein bisschen was. Macht es nicht zu tanky. Es gibt ja aber trotzdem noch von den Scalings her ein bisschen was mit. Und du kommst halt auf die alten Damage-Werte, auch wenn du ein bisschen länger brauchst, um halt so unbesiegbar Ekko zu werden. Also es bringt halt im Endeffekt nichts, wenn du quasi in 1 gegen 3 Kämpfe reingehen kannst und 10 Sekunden überlebst, wenn du halt 0 Schaden hast. Den ignoriert man dich halt in Teamfights getrost. Aber wir werden sicherlich noch sehen, für welche Variante sich Tracer entscheidet. Er hat jetzt die Goldmöglichkeiten zur Verfügung. Er hat sich hier sofort für den Glanz entschieden. Das ist vollkommen okay. Gerade in dem Matchup. Du willst als diesen kleinen Nah, den willst du immer und immer wieder engagen können.
Und wenn du da diesen zusätzlichen Damage noch mit der Parade hast, na wieso nicht? Das machst du doch gerne. Weil du jetzt auch mit deinem E quasi jetzt mal die Treffereffekte auslösen kannst. Rollst dich zum Gegner hin, ziehst dich ran, löst den Treffereffekt aus. Im optimalen Fall triggerst du noch deine Passive. Weil du halt einen Auto-Tag und dein Q rausbekommst in der ersten Instanz. Dann läufst du halt einfach wieder raus, weil deine Passive aktiviert wird. Du kriegst Movement Speed dazu und so müssen die Trades halt momentan aussehen für Trades. Das ist jetzt auch nicht so schwierig umzusetzen. Das ist auch halt der Grund, warum du halt eigentlich sagst, na, gegen Tanks super geil, wegen dem W und so weiter und Distanz kann die kiten bis zum geht nicht mehr halt das Slows. Aber gegen den Echo, der dich halt permanent anspringen kann und genau so kurz mit dir traden kann, ohne dabei viel Schaden zu kassieren, für den ist es halt trotzdem ein Matchup, das okay ist. Ah, jetzt Crash unterwegs, da will man die Revanche haben. Die Kuppel, die wird hier gelegt, der Stun, der wird auch nicht ausgelöst, der Schild, der ist zwar noch da. Oh Gott, Tracer will Side gewinnen. Jetzt kommt noch Wing dazu, der Flash, der ist da. Tracer ist auch immer Level 5. Der muss da also sterben, kommt nicht raus. Hier kriegt man zumindest den Killausgleich. Expression, der kriegt seine Unterstützung. Ja, auf Level 6 sieht das Ganze schon anders aus. Da wird es dann ziemlich schwer, diesen Echo ganken zu können. Das ist natürlich der Nachteil, wenn du jetzt Schienen kaufst, ist es für dich im reinen 1v1 auf Lane ziemlich cool. Aber wenn du halt gegankt wirst, hast du halt natürlich null effektive Tank-Stats. Dann wirst du einfach abgerissen. Auch jetzt weiterhin, er hat sich jetzt für die Schuhe entschieden, nimmt sich eine Pink Ward mit. Also auch weiterhin wird er ziemlich squishy bleiben auf der Top-Lane. Mit der Ultimate hat er dann natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hast du halt Expression, der sich halt auch für eine extreme Damage-Variante entschieden hat. Zweiten Durans Ring geholt. Man, die Frage ist im Endeffekt, was hat er für andere Möglichkeiten? Er könnte sich halt ein Dorans Schild holen. Das Dorans Schild ist jetzt gegen Echo nicht so effektiv. Kann man sich da auch sparen und für eine aktivere Variante gehen. Im Endeffekt kriegst du ja auch durch das Dorans Blade Leben für die deine Autotags, oder auch für den Schaden, den verrichtest wieder. Das ist ja nochmal der Unterschied zwischen Karl. Bei Karl kriegst du ja für jeden Autotag einen festen, fixen Wert an Leben wieder. Und beim Dorans Blade, da kriegst du halt prozentual von deinem verursachten Schaden leben wieder. Was für ihn natürlich nicht schlecht ist, da er auch sehr, sehr viel auf die Minions Druck ausübt. Der hat ein bisschen mehr Sustain. Und auch dieser Effekt vom Dorans Blade, der ist halt nicht einzigartig. Das heißt, du kannst diesen Effekt auch 1000 Mal haben. Naja, theoretisch 6 Mal, wenn du 6 Slots im Inventar hast. Ah, Gragas, da kamst du ein bisschen zu spät. Hat das Crash hier gefunden. Crash hat aber seinen Tunnel. Es ist auf Level 6 geworden. Durch den Grump, also hier ein bisschen voraus jetzt im Jungle. Aber ich denke auch Wink, der wird da nicht mehr so lange brauchen. Crash hat sich hier auch wieder für die Variante des Tiamat entschieden. Das ist nachvollziehbar. Ja, jetzt wird viel Wave Clear und viel Druck im Jungle unterwegs. Vor allen Dingen auch schneller als Gragas. Ich persönlich bin immer noch mehr ein Fan von Rexxar als von Gragas. Auch wenn beide relativ stark zu Zeiten der Meta sind. Das sind ja momentan diese Top 3, die ich immer sehe. Niederleben mit Abstand, der beste Jungler, dann kommt eine Weile nichts. Dann kommt Rexxar, dann kommt wieder eine Weile nichts und dann kommt für mich Gragas. Natürlich auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Oh, gut gemacht. Expression, der hat damit gerechnet, dass Tracer im Busch ist. Den sofort den Bumerang entgegengeschmissen, der kann dadurch seine Passive nicht auslösen. Wink, der gönnt sich da einmal seine Golems. Freut sich darüber, dass er endlich mal ein Camp selbst bekommt. Diese Stimme ist ja nicht. Er hat lediglich für seinen Botlane-Jungle ein bisschen was verloren. Sein Blue-Buff wird auch gleich wieder da sein. Würde natürlich auch schnellstmöglich an Kusen abtreten wollen. Midlane ist auch eher was, wo wir jetzt nicht so ein Augenmerk drauf legen wollen. Das wird erst dann interessant, wenn die Jungler wirklich Fokussierung in die Mitte legen. Da hat natürlich Frozen so ein bisschen die besseren Optionen. Weil er im Endeffekt in der Lage ist, selber CC auf Victor auszuüben, um dort diesen Engage zu haben bei einem bevorstehenden Gang. Und auf der anderen Seite hast du halt selber durch den Jungler den Engage. Dass da quasi Wing reingeht und mit dem Barrel gut trifft und Victor dann bloß bursten muss. Aber das Matchup so im 1v1, da wird dann damit echt nichts passieren. Das wird einfach ein bisschen Wave-Team-Matchup sein. Dementsprechend freut Kusen sich dann natürlich jetzt auch über den Blue-Buff. Kann man ein bisschen besser clearen. Hat sich ja mittlerweile auch sein erstes Upgrade geholt. Das heißt, der Laser, der kann schon diese kleinen Vasallen dort, diese Zauberer-Vasallen wegclearen und one-shotten. Zack, da sind sie weg. Einfacher könnte es nicht sein, mit einem Midlaner Waves zu clearen. Es sei denn, du müsstest halt einen 6-Ulti. Okay, ein 6-Ulti ist vielleicht noch einfacher. Das hast du ja auch nicht immer zur Verfügung. Auf der Top-Lane, muss man sagen, hat Expression sich jetzt im Farm schon gut nach vorne gearbeitet. Der Gank hat ihm da echt gut geholfen. War der jetzt 1-1 unterwegs. Allerdings hat Trace halt dadurch, dass er vorher sein Teleport benutzt hat, natürlich viel Farm verloren. Wenn Expression halt sein Teleport nutzen konnte, um vorher wieder auf die Lane zu kommen und halt da nicht so viel Farm zu verlieren. Damit hängen natürlich auch viele Erfahrungswerte zusammen. Wenn man Erfahrung direkt in Gold umrechnet, ist es halt durchschnittlich pro Level ab, das du hast, gegenüber deinem Gegner, also pro Level Vorsprung, 800 Gold, die du halt ungefähr einen Vorteil hast. Hat man irgendwie schlau ausgerechnet. Dann wisst ihr halt auch, was dahinter steht. Das sind halt 2 bis 3 Kills, ne, die da quasi dahinter stehen, wenn du
einmal einen Level-Vorsprung hast auf der Lane. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das für einige Laner ist. Wenn die in der Solo-Lane, in der Mid-Lane oder in der Top-Lane sind und schon zwei Level hinterher sind, da kannst du halt nichts mehr machen. Also hier sind natürlich auch Minions wichtig und nicht nur die reinen Goldwerte, auch die Erfahrungswerte. Ja, Trace wird hier weiter unter Druck gesetzt. Crash, der schnuppert da mal vorbei. Wink, der findet aber die Ward da oben. Lässt sich da auch nicht beklauen. Aber Crash, wenn er das sieht, dann zieht er sich halt auch sofort in den eigenen Jungle zurück. Risiko möchtest du ja nicht eingehen. Wir sind halt in keinem Lane-Swap. Das heißt, der Jungle ist gegen das, der gehört dir einfach nicht. Da musst du immer noch vorsichtig sein, wie du da reinrotierst. Ansonsten ist da ganz schnell Midlane, die Botlane oder die Toplane, je nachdem, wo du halt gerade bist, zur Stelle. Dann wirst du halt bestraft dafür. Warum gibt es eigentlich in jeder Meta drei gute Jungler? Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist halt ehrlich so. Wir hatten mal im letzten Jahr, kurz vor den Worlds, war es ja quasi diese Sejuani-Gragas-Rexel-Variante. Jetzt ist halt Nidalee wieder ganz weit mit nach vorne gerückt, die da vorne Top 3 ist. Aber wir hatten, nein, nicht unbedingt. Wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Split, im Spring-Split quasi, hatten wir eine Meta, wo eigentlich bis zwei Jungler Top-Notch waren. Und das waren halt damals Kindred und Nidalee. Und danach kamen wir ganz weit nicht. Das sind nicht immer nur drei Jungler, die halt in der God-Tier-Meta da rumdümpeln. Aber trotzdem, jetzt wo du das sagst, bekommt das auch immer so vor, als ob es immer so diese Top 3 gibt. Ja, Crash ist nochmal aggressiv unterwegs. Diesmal wird er aber gepunished, aber Shay, so funktioniert die WQ-Kombo nicht. Das Ganze hier sauber pariert mit dem Flash von Crash. Der wusste, was ihn erwartet, ne? Aber trotzdem hätte man da ihn noch in die Kombo reinholen können. War nicht ganz sauber gemacht. Ja, oben geht man aggressiv. Trace ihn stört das natürlich wenig. Hat immer noch sein Ultimate. Sollte jetzt nicht zu lange da mit den Trades mit reingehen, weil sein Ultimate. Wait, er hat gar keine Ultimate. Er hat doch noch cool, ich habe nichts gesagt. Die hat er wahrscheinlich als Teleport-Ersatz benutzt beim letzten Mal. Dann war es gar nicht schlecht, dass Expression da gerade so aggressiv getradet hat. Zwingt hier Trace gleich wieder zurück. Der hat jetzt erst gleich wieder seine Ultimate bereit. Crash auch wieder in Richtung Top-Lane unterwegs. Ja, Kindred wieder Graves. Wobei ich sagen muss, Graves fand ich nicht so gut. Er war still okay, er hat dann seinen Weg gefunden. Aber Graves war bloß gut in der Meta, dann, wenn Kindred und Nidalee gebannt waren. Also über Kindred und Nidalee kam echt nichts raus. Graves war da nicht mal ansatzweise so stark. Kindred wurde ja jetzt genervt. Also dieser Passive Nerf. Und vor allen Dingen die unterschiedlichen Jungle-Items. Die machen da natürlich auch was her. Der Devourer, der vorher für Kindred unheimlich gut war, weil sie ihn halt schnell stacken konnte und schnell reinskaliert hat, den haben wir jetzt nicht mehr da. Beziehungsweise eine abgeänderte Version. Gibt ja halt bei weitem nicht mehr so große Power-Spikes. Nidalee ist natürlich halt nicht auf diesen Devourer angewiesen, dementsprechend ist sie noch immer stark in der Meta. Oh Mann, der lässt sich da überhaupt nicht beeindrucken. Meist er schön seine Boomerangs weiter. Trace kommt da nicht ganz ran. Sag mal so, wenn du bei Trace, also auf Echo den E benutzt, dann machst du immer so eine kleine Rolle nach vorne. Und wenn der Gegner dann noch in Reichweite ist, dann hast du immer noch so eine kleine Möglichkeit, teleportierst du dich nochmal ran an ihn. Mein Liefer hat es halt einfach nicht ganz gereicht. Ah, Crash, der holt sich hier zumindest die kleinen Minions schon mal. Sollte man auch nicht unterschätzen, die geben sehr, sehr viel Erfahrung. Müssen erst noch unterwegs. Oh, er hat ihn bekommen. Crash, der hat ihn da sauber weggesmited. Nicht perfekt gemacht von Wing, der allerdings auch kein Zweier zur Verfügung hatte. Muss man da ganz klar sagen. Er versucht halt mit seinem Ultimate das Ganze da so zu separieren. Aber mit dem Ultimate und im Wegflug hat Crash das genau perfekt timen können. Ist natürlich nicht so wie früher, wenn ich mich da an Season 1 und 2 Zeiten erinnere. Wenn du da deinen Hauptbuff verloren hast, einen Red Buff oder einen Blue Buff im Jungle, dann warst du halt der Jungler, warst du out of game. Hast keine Chance mehr gehabt, zurückzukommen. Ist ja mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Dadurch, dass die kleinen Minions natürlich auch viel Erfahrung geben, dadurch, dass die Camps von Erfahrung her jetzt auch relativ fair aufgeteilt wurden. Die kleinen Camps haben ja vorher nicht so viel gebracht. Früher haben ja die großen Camps massiv mehr an Erfahrungswerten gebracht als diese kleinen Camps. Wie Raptoren und Golems und so weiter. Also dadurch kann Jungle jetzt natürlich nicht mehr aus dem Game rausfallen. Ich kann mich auch damals an. War das sogar in den ersten Worlds? Das war, glaube ich, sogar in den ersten Worlds. Da wurde Fiddle, war da noch gut in der Meta. Wurde da im Jungle gespielt. Man hat halt, gleich im ersten Spiel war das, glaube ich, sogar, oder eins der ersten Spiele, hat man geschafft, Fiddle mit einem 5-Mann-Invade den Blue Buff wegzunehmen. Und das war's. Das war das Spiel. Und dann mit einem Invade. Und da wirkt man halt so ein bisschen besser entgegen. Ja, Lee Sin wird halt auch immer gespielt. Da gebe ich dir recht, Popelpaprika, übrigens echt gerne ein Nickname. Aber wie du schon sagst, Lee Sin ist halt nie Gott hier im Meta. Er ist halt nie so richtig der Jungler, der halt komplett geil ist in der Meta, aber ist halt auch nie derjenige, der schlecht ist. Er hat halt 4 CC. Jungler mit 4 CC, die sind halt immer gut. Plus er hat halt eine ordentliche Jungle-Route und ist halt relativ schnell dabei. Lee Sin ist natürlich immer noch so die Sache, was du für einen mechanischen Spieler hast, weil er natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Gerade auch was das Decision-Making angeht. Aber du musst mit ihm halt eigentlich wirklich alles sehr, sehr gut timen, damit der Worf ist zu spielen und darfst halt den Druck nicht verlieren. Aber er ist halt einfach nicht,
Er ist halt einfach nicht so gut wie der Nidalee. Er ist einfach nicht so gut wie Gragas oder Rek'Sai zur Zeit. Die sind halt einfach viel, viel sicherer unterwegs. Das ist halt auch so ein wichtiger Faktor. Lee Sin, der kann halt übrigens ausrasten, aber er kann halt auch richtig nutzlos sein. Ein Rek'Sai und Gragas, die sind halt immer nutzvoll. Und wenn man halt bloß diese Ultimates betrachtet. Jetzt geht man hier in Richtung Drake, kann man auch machen. Longso, die haben sich da bisher einen kleinen Vorsprung erwirtschaften können. Gerade weil auf der Botlane immer Druck ist. Goldtechnisch gesehen sind sie jetzt vielleicht nicht so weit vorne, aber wenn sie die Botlane mal reinpushen können, dann sind sie halt auch in der Lage, dort an diesen Drachen einmal vor viel ranzukommen. Haben gesehen, dass die Gegner einmal gebackt sind. Prompt kam der Call. Lass uns mal ihr Erddrachen machen. Wird sich noch zeigen, wie viel der wirklich wert ist für sie. Momentan hat er natürlich noch keine großartige Relevanz. Aber wenn es daran geht, Türme zu pushen, wenn es daran geht, vielleicht später Nasher oder andere Drachen zu kriegen, dann wird der halt wichtig werden. Das sollte man auf jeden Fall nicht ignorieren. Vera Akali in der LCK, LCS gut oder eher schlecht, weil ihr Damage am Ende und im Gambit ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, aber Damage ist nicht alles im Spiel. Was hat das ganz große Problem, dass Akali einfach zu countern ist. Also du kannst so viel Damage haben, wie du möchtest. Du kannst halt auch drei Ultimate-Stacks haben, wie du möchtest, wenn du halt einmal in den Gegner reingehst und einmal im Stun stirbst und halt einen Ultimate-Stack im Teamfall zünden konntest, ja, dann gegrippt Akali. Akali hat einfach zu viele Nachteile für den kompetitiven Bereich. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden die auch nicht in der LCK und dann in der LCS sehen. Man hat ja auch schon Teemo gesehen. Wirklich hundertprozentig sicher kann man da nie sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch äußerst gering. Beschränken wir es mal auf 0,00001%. Ich sage es halt, als ob du im Lotto gewinnen würdest. Akali hat einfach zu viele Nachteile. Ihr Early Game ist halt scheiße. Ihr Lane Swap ist halt bescheidener als bescheiden. Das heißt, auch ein Lane Swap hat sie bis Nachteile. Sie wird durch den Pinkboard gecountert, weil sie ihre Re-Mechanik nicht benutzen kann. Plus, sie ist halt easy zu fokussieren mit HCC. Hat selber wenig Peel. Das ist ein bisschen ein Weg. Und zwar rein, nicht raus. Akali ist halt von der Struktur her sehr einfach gehalten, aber dadurch natürlich auch mit Grenzen belegt. Und das macht sie für den Profibereich eher unattraktiv. Ist auch ähnlich, warum wir Annie oder sowas selten sehen in der Midlane. Die Champions sind halt einfach, aber haben halt sehr, sehr schnell ihre Grenzen erreicht. Genauso Darius. Darius war zu den Worlds, war da broken, weil er halt einfach viel zu OP gebufft wurde. Garen ist halt genauso. Garen ist halt von den Schadenswerten her auch nicht schlecht. Das ist halt, der ist vollkommen okay vom Damage her. Der hat auch CC, der kann dich silenzen, gefühlt über eine Stunde. Und sein Ultimate, der kann dir die einfach, wenn du Hälfte dem hast und der dich gemarkt hat, ja, dann bist du halt RIP. Vollkommen egal. Aber sein Kit als solches, ganz ähnlich wie bei Akali, ist einfach zu eindimensional. Du weißt halt ganz genau, der kann bloß das. Du siehst den einmal, dann spielst du ein bisschen herum, slowst ihn dann wieder hier. Und ähnlich ist bei Akali, kann gefühlt sein, wie sie möchte. Wenn die einmal ins Game reinkommt, und du sie halt im Team fokussierst und direkt stunst und rausburstest, dann ist die halt komplett nutzlos. Damit fehlt dir schon mal ein Carry. Dann hat immer alles so seine Vor- und Nachteile. Faker hat schon nie gespielt, also denke ich auch, dass irgendwann Akali und Katarina kommen. Ja, sie könnten theoretisch kommen. Das können aber immer darauf an, wie sie umgesetzt werden. Aber sie sind halt einfach vom Potenzial ja nicht so gut wie andere Champions. Ich weiß, mit dem niemals nie sagen. Da muss man halt immer vorsichtig sein. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass wir in der LCK zweimal Teemo sehen. Aber wir haben halt auch gesehen, das ist immer so das Paradebeispiel, warum Teemo halt sonst nicht gespielt wird. Nicht, weil er unbedingt schlecht auf Lane ist, weil er im 1v1 übel scheiße ist und nur fliegen kann. Nee, um Gottes Willen. Aber die Teamfights und die Möglichkeiten, die du mit dem Champion hast, die sind halt einfach begrenzt. Du möchtest halt möglichst flexible Champions haben, mit denen du immer adaptieren kannst. Womit du halt, wenn du hinten bist, noch eine Chance hast zu gewinnen. Wenn du vorne bist, damit snowballen kannst. Und das ist das, was du mal haben möchtest. Mit dir möglichst viel Sicherheit. Ah, Wink, der aggressiv da unterwegs. Allerdings ist Expression auch schon auf dem Weg dort in den Jungle. Trace, der benutzt seine Kuppel. Den Rap-Buff kriegt man diesmal selber. Der Reflektiment nochmal durch die Mitte durch. Wurde aber auch aus der Basis geschossen. Da kannst du mal schlecht predikten, wie das ausgeht. Botlane aber mittlerweile jetzt den Turm verloren. Da hatte man also nicht viel Chancen, sich gegen diesen Early-Game-Corki zu wehren. Dann wird er sein auf Trinity fertiggestellt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir sehen jetzt einen Longsword. Das können jetzt natürlich mehrere Varianten sein. Das kann zum einen Humus werden, wo ich sagen würde, Halleluja. Warum geht der denn Humus? Mit der Rüstungsdurchdringung. Finde ich ein bisschen sehr strange. Das könnte natürlich auch ein Black Cleaver werden. Das wäre interessant, weil du natürlich auch in der Lage bist, mit Corki ziemlich schnell Armor zu schreddern. Aber immer noch. Corki hat halt diesen 50-50-Share. Das heißt, er macht nicht wie normalen Schaden. Alles, was in Richtung Rüstungsdurchdringung geht, ist gar nicht so geil für ihn. Das könnte natürlich auch ein Sand Reaver werden. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber auch ein Sand Reaver finde ich für Corki ehrlich gesagt nicht so geil. Ich würde wahrscheinlich immer noch nichtsdestotrotz die Dinge der Unendlichkeit dort bevorzugen. Ein zweites Item, auch wenn hier halt diese Crit-Synergie ein bisschen fehlt. Aber er ist immer ein Champion, der dadurch, dass das Trinity für ihn ein Core-Item Nummer 1 ist und es keine kritische Trefferchance mehr hat, der halt gezwungen wird, dort eigentlich ein bisschen zu adaptieren im Bild. Okay, jetzt wird ein Blade. Blade ist vollkommen okay. Am Blade habe ich gerade gar nicht gedacht. Das ist super gut. Da hat er natürlich recht.
Das heißt, du bist nicht auf diese kritische Trefferchance angewiesen. Dadurch kann er natürlich dein Trinity Proc auch noch nicht critten. Und das ist ja das, was bei Corki immer am attraktivsten war. Du hast Trinity gehabt, du hast Klingende Unendlichkeit gehabt und dann kam einmal ein Q, du hast diesen Trinity Proc gehabt, ein Auto-Check und der crittet. Und der Gegner war sofort Half-Life. Ja, das war super gut. Aber mit Blade bist du jetzt natürlich auch sicher dran. Schwächt natürlich dein Trinity-Potenzial jetzt ein bisschen ab. Der Power-Spark ist bei weitem nicht so groß, wie es früher für dich war. Aber du hast halt den sicheren Schaden, den du bei Corki rüberbringen kannst. Versuchen wir mal zu traden. Bei Expression ist das Ganze mittlerweile relativ egal. Er hat sich auf die sehr aggressive Variante, die er jetzt auch durchzieht, hat sich sofort das schwarze Ball geholt. Ist auch okay, er war von Anfang an vorne in Lane. Hat sich dann mit 20 CS-Vorsprung erst einmal durchsetzen können. Will jetzt einfach diesen Snowball-Fock da ausnutzen. Dadurch, dass er jetzt natürlich Trace auch einiges an Rüstungswerten gebaut hat. Über den eisgeborenen Handschuhen, über die Ninja-Tabis vor allen Dingen. Und dann mit einer Menge Rüstung nochmal schreddern von ihm. Und Nah kann das vor allen Dingen auch schnell ausnutzen. Er hat nicht nur seinen Autotext, mit dem er Rüstung schreddert, sondern auch den Q. Mit dem er auch immer wieder diese Black Cleaver Stats ausnutzen kann. Crash holt sich da einmal die Krabbe. Der nächste Drache hat gespawnt. Das ist mal ein Ocean Drake. In der Sache natürlich jetzt nicht der geilste Drache, aber auch nicht schlecht. Teleport wird gezündet. Da schön den Arrow von Pure übergangen. Aber jetzt ist da hinten Echo in der Backline. Die Kuppel kommt. Kann aber kein Stun. Da hat man einen Umweg genommen. Fury jetzt noch immer unterwegs. Jetzt kommt der Knock-Up rein. Super, geht man da rein mit dem Barrel. Das Ganze nochmal zerplatzen lassen. Den Kill dort bekommen auf Corki und den Support, den gönnt man sich oben rein. Der Drache, der ist jetzt offen. Super gemacht von Jinder Greenwings. Saubere Teleportation von Tracer in die Backline rein. Und der kann den Gegner einfach abfangen. Da konnte man diese etwas, naja, zu offensive Bewegung der Gegner sofort bestrafen. Jetzt also der 3-1 Vorsprung für Jinder Greenwings. Den Drachen, den wir bei ihr ohne Probleme bekommen können. Hast zwar immer noch die Möglichkeit, den theoretisch zu klauen mit Crash, aber das Risiko ist echt groß. Wenn du jetzt den Jungler abgibst, dann wird es natürlich auch gefährlich, dass man dann Richtung Nashor rotiert. Zwar geht es noch, weil du mit Ashe noch nicht so viel Damage aufgebaut hast und jetzt Wink auch nicht den größten kontinuierlichen Schaden hat, aber das Risiko ist trotzdem. Also sie wollen jetzt zu dritt diesen Drake contesten. Ich meine, der Poke ist gut. Sie haben schon eine Menge Schaden jetzt auf die Knie rausbekommen. Expression ist auch immer groß. Jetzt kommt man aber da von hinten rein. Der Drache, der ist hier an Ashe gegangen. Ultimate kommt, Shady ist auf jeden Fall tot, Goosen, der wird dann noch ein bisschen bangen müssen, wird aber auch abgeholt. Mittlerweile ist noch alle wieder respawned, jetzt kommt man da rein, Fury mit dem Package unterwegs, fliegt da einmal durch die halbe Map und jetzt kriegt man die Kills. Der Drache, der ist zwar im Endeffekt an Genere gegangen, aber der ganze Post-Damage, den man da rausbekommen hat, plus dass alle jetzt wieder da waren, der hat dazu geführt, dass man jetzt 4 Kills abgegeben hat. Und das ist natürlich alles andere als wert für so einen Ocean Drake. Das könnte sogar dazu führen, dass man jetzt noch den Nashor verliert. Im Endeffekt hat man keinen Kill rausbekommen aus der Situation und noch ist keiner da. Trace keinen Teleport mehr, der Nashor ist weg. Den kann man nicht halten, das war super gut von Lonzo gemacht. Haben dann die Situation ausgenutzt, haben einfach erkannt, dass Ginny ja noch keinen großartigen Schaden hat. Wir müssen halt auf unsere Scalings warten. Victor, der war schon ein bisschen angeknabbert. Und Ashe, die hat jetzt gerade erstmal ihre 2 Items fertig gebaut. Dann guckt euch das an, ne? Frozen, der hat die ganze Zeit Schaden. Das ist eine super Position für Azir, wenn es halt darum geht, um Objectives zu fighten. Der kann seine Sandsattacken immer und immer wieder repositionieren. Hat eine Menge Schaden damit ausüben können. Ist natürlich ein bisschen bitter, dass der Drache hier im Endeffekt noch gestealt wurde. Aber ihr seht, der Sandsatter, der piekst und piekst immer mal wieder in die Gegner rein. Und jetzt, zack, die Drachen. Den hat man jetzt zwar verloren. Expression kommt mit der Ultimate rein. Und da hinten ist jetzt Corki halt unterwegs. Mit Charm Kent zusammen. Der hat ein Package. Das ist super Timing für ein Package. Geht da nochmal rein. Der Schaden ist da. Pilot wird sofort rausgenommen. Wink weiß gar nicht mehr, wo er hin soll. Der stirbt da auch noch. Im Endeffekt hat man 4 Kills abgegeben. Das war natürlich mit dem Drachen jetzt alles andere als gut für dich. Ginny und Greenwings, die müssen jetzt erstmal ein bisschen bangen. Trace versucht noch ein bisschen zu deppen, aber gegen die Basalen, die natürlich verstärkt werden durch den Nashor-Buff, da kannst du nicht so viel ausrichten. Und magische Schaden. Und überrennt aber den Turm Expansion, der wird groß. Wink perfekt gestunt. Gegen ihn zurück, bleibt mit Tower-Sturm und damit wieder ein Kill rausbekommen. Der nächste Drache wird übrigens ein Infernal Drake sein, aber bis da muss es erstmal noch kommen. Longso, die sind gerade übel auf die Vormarsch. Haben jetzt 7000 Gold Vorsprung. In der Mitte mit dem Asiam Druck machen. Unten immer noch der Nadel alleine unterwegs ist. Und Trace, der weiß gar nicht, wer das momentan alleine verteidigen soll.
Kasi halt immer noch stark. Das ist wahrscheinlich einer der stärksten Midlaner. Ich meine, Viktor steht jetzt nicht unbedingt hinterher. Er ist auch noch stark, aber wenn du jetzt erstmal den Nashor hast, mit Azir so ein Objective kontrollieren kannst und dann du als Viktor diese Waves nicht rauspushen kannst, hast du ein Problem. Expression wird jetzt hier angegangen, ist gestartet, der wird auch nicht mehr groß werden. Immerhin den bekommt man erstmal, aber in der Mitte kriegt man dafür in die Wave reingedrückt und verliert noch den Turm. Und Longzhu bleibt jetzt der einzig logische Schritt. Sie wollen wenigstens mit dem Nashor noch den letzten T2-Turm bekommen. Aber ich denke, das wird jetzt schwierig, dadurch, dass man Expression verloren hat. Der ist seit 30 Sekunden tot. Der Nashor, der hält noch so lange. Der hat noch ungefähr ein Drittel Dauer, das heißt eine Minute bleibt. 30 Sekunden ist Expression wieder da mit Teleport. Aber an der Stelle will man es einfach nur mal sicher machen. Das war eine Menge Gold, die man jetzt eingestrichen hat. Drache wurde abgegeben, Nashor wurde aber bekommen. Und dafür jetzt noch zwei Türme oben rauf. Longzhu, die haben es auf jeden Fall alles richtig gemacht. Korke hat auch gerade eine richtig starke Phase. Hat sich jetzt sogar fürs Gunblade entschieden. Hat sich gar nicht dafür entschieden, jetzt in Richtung Blade zu gehen. Ich muss auch sagen, ich habe lange keinen Korke mehr gesehen. Aber Gunblade ist sicherlich eine Variante, die man damit machen kann. Ich meine, er hat immer ein bisschen zusätzlichen Burst. Ihm fehlt die Crit-Chance, darüber kann er nicht bursten. Er kriegt aber diesen zusätzlichen Effekt, den du auf dem Gunblade alle 40 Sekunden auslösen kannst. Und der macht gar nicht wenig Schaden. Kann seine Ziele so nochmal slowen. Und gerade für den Engage, wenn du ein Package hast, ist natürlich dieser Burst entscheidend, ob du vielleicht den AD-Carry dort rausnehmen kannst oder nicht. Oder auch den AD-Carry. Plus, du hast halt AP-Scalings auch bei Corki, die du halt vom Gunblade auch ausnutzen kannst. Also, das Ganze all in all lohnt sich hier doch ganz für ihn, denke ich. Shane, der wartet hier. Auch wieder eine Ward. Ich glaube, man hat ihn da nicht in den Busch gehen lassen sehen. Die Falle ist theoretisch ziemlich clever da ausgelegt, weil du weißt, dass die Gegner auf den T2-Turm wollen und dort über den eigenen Jungle rotieren möchten. Aber Longzhu, die wissen das, denke ich auch. Die müssen jetzt halt vorsichtig sein. Der Nashor ist mittlerweile abgelaufen. Auch wenn die Goldvorteile groß sind, wenn die hier einzeln irgendwo erwischt werden, dann hat er da keine Chance. Hier wurde Shane jetzt aber vom Blue Trinket entdeckt. Dazu sind sie halt gut. Die Blue Trinkets kannst du halt über große Distanz, ohne Risiko dort in Nil laufen zu müssen, einfach entfernen aus dem Busch. Mal reinstellen, um dort dann zu sehen, ob da jemand hockt oder nicht. Jetzt will man da den letzten Turm ran. Nah noch immer gesplittet, hat aber seine Teleportation bereit. Kann auch jederzeit den Busch porten. Der Nachteil ist halt, wenn die Ward dort im Busch steht und du siehst sie selber nicht, dann weißt du auch nicht, dass Expression dahin portet. Eine Teleportation wurde ja mittlerweile so abgeändert, dass wenn du keine Sicht in der Nähe von den Wards hast, dann siehst du auch nicht mehr auf der Map und mit der Animation, dass da ein Teleport unterwegs ist. Kann also quasi Ninja-Teleport ausführen, auch wenn sie eine Sekunde länger dauern. Und Expression, der war gerade groß. Das heißt, er wird jetzt wieder ein Weilchen brauchen und jetzt halt sollte man nicht unbedingt versuchen, jetzt zu viel zu forcieren. Na, der Arrow, der war alles andere als glücklich. Man quasi das weinende Smiley gerade noch gesehen, dass er hinterher geflogen ist. Aus der Distanz sollte man jetzt eigentlich nicht unbedingt verfehlen. Aber das ist halt im Endeffekt immer so eine Sache, wie die Spieler es auch versuchen zu predikten, ne? Oh, Crash, der wird dann nochmal vom Sog reingezogen. Der Turm macht viel Schaden, das war's für ihn. Kommt da nicht raus. Der Infernal Drake somit wahrscheinlich auch derjenige, der hier an Jhin Air gehen wird. War ein bisschen ungünstig gelaufen, aber die Kuppel mittlerweile auch ihren passiven Effekt erhalten bei Viktor. Das heißt, sie kann immer wieder ein Ziel in die Mitte reinziehen, ins Zentrum. Und wenn er zuerst ins CC kommt und dann nochmal durch den CC in die Kuppel reingezogen wird und dann das Barrel dich nochmal weiter an die Basis katapultiert und du die ganze Zeit dabei den Turm tankst, keine Chance. Der Turm hat das Ganze leider ganz knapp überlebt. Ah, ein bisschen greedy. Hier sieht man jetzt auch die Situation. Jhin Air sofort in Richtung Drache unterwegs. Auch komplett richtig so. Den sollte man sichern können. Eine 4 gegen 5 Situation möchte der Longzhu jetzt sicherlich nicht herbeisehen. Ohne Jungler bist du auch nicht in der Lage, diesen Drachen da zu contesten. Zumindest nicht zu stealen. Du könntest halt theoretisch versuchen, mit einer Corki-Rakete den auch irgendwie zu stealen, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt denkbar gering, gegen Smiter was ausrichten zu können. Kann man auch das Blade auf Corki bauen? Das Blade ist von der Theorie erstmal, wenn man drüber nachdenkt, gar kein schlechtes Item auf Corki, weil du halt sagst, ja, du burstest halt den Gegner ziemlich runter mit den Spells, hast einen guten Initialschaden und dadurch wird der Effekt natürlich auch nochmal verstärkt vom das Blade. Weil er ist ja ähnlich wie beim Z-Ulti, je weniger Leben der Gegner hat, desto mehr Schaden macht das Ganze. Allerdings hast du halt eindeutig Stats auf dem Dustbelt, die halt für dich auf Corki nicht von Nutzen sind. Wir haben vorhin schon mal über diese Rüstungsdurchdringung geredet, die halt bei Corki echt null wert ist. In letzter Situation versuchst du da bloß auf Rüstungsdurchdringung zu gehen. Und da hast du natürlich beim Dustbelt nicht so viel von gewonnen. Das ist also die Frage, ob die All in All der Effekt großartig was bringt. Auch beim Dustbelt. Du musst halt auch immer diese Autoclicks noch ausführen.
Und ich denke, es gibt bessere Varianten dadurch. Man müsste sich das jetzt mal einzeln ausrechnen, wie es jetzt von der Goldeffizienz her ist. Und man müsste wahrscheinlich erstmal Corki Main fragen, in welchen Situationen denn der Effekt überhaupt nützlich für dich ist. Und wenn du jetzt Corki 2-3 Mal spielst, dann kannst du immer noch nicht absehen in der Masse, wie oft diese Situationen zustande kommen, die halt wirklich, wo ein Last Blade, dieser Effekt, dieser passive von Vorteil für dich ist. Die reinen Stats sind halt echt nicht so gut für dich. Nee, ich meinte schon das Blade. Gunblade ist ja klar. Facebreaker. Das Gunblade ist vollkommen okay. Also das finde ich hier auf jeden Fall schön. Aber es war bloß die Frage im Chat, ob das Blade halt eine Möglichkeit wäre. Das ist halt nicht super bad, aber es ist halt auch nicht super gut für Corki. Haben mittlerweile auch sein Package wieder. Aber es wird langsam auslaufen. Hat auch mal ein bisschen bestimmten Cooldown, solange es anhält. Tracer steht immer noch unter Druck. Langsam kommt man da in Richtung Turm. Und jetzt will er Expansion den Turm haben, ja. Da nimmt er keine Rücksicht mehr, geht einfach ran. Der Doppelsprung, der kommt hier zwar nicht durch, den Boomerang fängt man auch nicht. Aber es kommt auch kein Gegner hinterher. Muss ich da also keine Sorgen machen. Virginia geht es eigentlich gerade bis darum, Zeit zu gewinnen. Sie liegen mittlerweile fast 10.000 Gold hinten. Das spricht noch nicht gegen sie. Das heißt, das Spiel ist noch nicht hundertprozentig verloren. Aber das ist natürlich immer ein riesen Unterschied, von dem wir sprechen. Nach 30 Minuten ist 10.000 Gold schon eine ganz schöne Nummer. Nasha ist mittlerweile wieder gespawnt. Und das größte Problem, was sie gerade haben, ist, dass Trace halt alleine Expansion nicht aufhalten kann. Der pusht ihn gerade kontinuierlich rein. Und dann wird das 1v1 wahrscheinlich auch gewinnen, wenn er da All-In geht. An der Stelle musst du halt irgendwie an jemanden schicken, um den Inhibitor zu verteidigen. An der Stelle, wo jemand da noch kommt, hast du halt das Problem, dass der Gegner in Richtung Nash erzielen wird. Oder du verlierst ihn halt den Inhibitor und Expansion kann auf den nächsten Lane wandern. Du wirst den Nash sowieso irgendwann verlieren. Und dann hat er nämlich die Supervasane reinpushen. Aber ihr seht schon, mit Asie wird er sofort Druck ausgeübt. Der Schaden, der ist auch da. Sie haben den einen Erddrachen und damit über 20% mehr Schaden gegen diesen Nasher. Mit Asie geht das Ganze dann noch viel, viel besser. Und sieht man es jetzt. Es kommt halt keiner, um den Nasher dort zu blockieren. Man weiß aber, dass alle dort ringsherum unterwegs sind. Und jetzt holt man sich den Inhibitor, weil halt einfach keiner weggehen kann. Also Longo, die spielen das gerade ziemlich clever. Ist auch genau das, was sie machen müssen. Nutzen da ihren Solo-Laner gerade komplett aus. Crush, der wird hier nochmal vom Backport abgehalten, aber der Schaden von Victor ist auch noch denkbar gering. Jetzt ist auch in Richtung DF-Cap ist unterwegs. Wird halt brauchen, solange bis er später erstmal seinen leeren Stab hat. Damit ist der Schaden gegen die Tanks dann wieder da. Aber gegen Solaris, gegen Geistessicht, da hilft dir halt der Schaden nicht so viel, wenn er prozentual reduziert wird. Ist halt schön und gut, dass Victor sich dort für den Abyssal entschieden hat. Aber das Abyssal bringt ihm halt auch bloß was, wenn die Gegner in der jeweiligen Reichweite drin sind. Das bringt ihm hier nichts. Kommt man langsam auch wieder an den Punkt ran, wo Frozen jetzt super stark wird, wo Corki aber, denke ich, ein bisschen abbauen wird. Entscheidet sich jetzt selber, nur so für die Varianten, die wir eben angesprochen haben. Das sieht ganz nach einem Dustbreak aus. Ich sag, das ist möglich. Crit-Chunks würde ihm im Endeffekt nicht viel bringen, wenn er die jetzt noch aufbaut, weil er eh schon 0 Crit-Chunks hat. Also er setzt hier komplett auf sein Base-Damage. Das ist ein interessantes Corki-Bild, was man so mitnimmt, aber ich denke, mit dem Late-Game-Scaling sieht es dadurch auch eher schlecht aus. Der Schaden wird da so ein bisschen fehlen gegen die Tanks. Aber du hast ja noch Frozen. Ja, Frozen, der hat massiv Damage. Der wird das im Late Game auch alleine carryen können. Ah, Pilot, der ist hier alleine unterwegs. Muss ein bisschen aufpassen. Ran ins Boden gezogen. Knock-up ist durch. Da kommt aber das Team. Pilot will man nicht alleine lassen. Ah, sie verteilt aber auch gleich noch ein paar Schellen hier. Steht gerade wieder so ein bisschen in Richtung Nasher. Es hätte immer noch eine Gefahr. Das ist der zweite Nasher. Der ist noch nicht sonderlich tanky. Mit Asi und Meerdrachen geht das halt rotig-rotig. Expression und Pure, die tanken das oben ein bisschen weg und man ist halt einfach nur zu dritt da unten dran. Und guck mal, wie schnell der fällt. Jetzt gibt man den Support ab, aber der Nash, den hat man dafür bekommen. Expression, der springt noch rüber. Jetzt muss man aufpassen. Teleport wird abgebrochen. Ich denke, richtige Entscheidung. Trace kann alleine eh nicht mehr viel machen. Das könnte man auch ohne Probleme noch disengagen. Kann man machen. Pure hat sein Leben gegeben, um diesen Nasher zu bekommen. Aber vom Goldwert her ist es das auf jeden Fall wert. Das war okay so. Weiß nicht, ob man das vielleicht noch mal ein bisschen besser machen kann. Dass man da vielleicht keinen Kill abgibt, aber ein Kill ist dafür worth. Könnte er, naja, den Moor würde er nicht ausbauen. Wenn Corki jetzt den Moor ausbauen würde, dann hätte er sich nicht das BF-Sword geholt. Ich meine, er könnte theoretisch noch immer einen Blutdöster drauf bauen und dann aus diesem Blutdöster später noch den Moor bauen, also aus dem Dirk, der da zusätzlich ist, klar. Aber warum sollte er zwei Items anfangen? Er könnte halt, bevor er sein BF-Sword holt, hätte er sich jetzt halt genauso gut entweder weiter in Richtung Lebensraub gehen können oder aber er hätte den Moor sofort fertig bauen können. Und bevor du so ein Item dort finishen kannst,
Dann baust du es halt gleich fertig, anstatt dass du einzelne Items holst. Ich denke wirklich, dass es ein Dustbait wird. Da ist es auch. Jetzt haben wir es. Das macht am meisten Sinn in dem Moment. Ansonsten hätte er ja ziemlich viel Gold verschwendet für den Augenblick. Das ist natürlich im Nachhinein dann egal, weil irgendwann kombinierst du wieder alles. Aber du willst ja jetzt in dem Augenblick deine Power Spikes haben. Dustbait ist, denke ich, für das Bild auch okay. Es ist halt dieser One-Shot-Burst, den du haben möchtest bei Corki jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bild sich jetzt unbedingt als Standardbild mit Corki auf der Botlane integrieren wird. Aber es zeigt uns auf jeden Fall, dass Corki auch noch spielbar ist. Er funktioniert ja anscheinend gerade ganz gut. Er hat zwar insgesamt plus 50% Killbeteiligung, aber die Lane haben sie gewonnen. Also sie konnten halt die Lane reindrücken und das war schon mal viel wert. Man hat die Early Breaks bekommen, auch den Erddrachen, der jetzt ja auch nicht so unerheblich dafür war, dass der Nash schnell genommen werden konnte. Ne, sehen wir's. Der Schaden ist da! Fury, der holt sich hier sein Kill. Das Blade ist gebrockt. Wunderbar! Man kommt immer und immer weiter voran. Der Bot-Inhibitor, der fehlt noch immer. Asi, der sitzt in der Mitte schon mal sicherheitshalber einen Turm hin, falls er gegen jetzt engagen möchte. Aber den Turm zu verteidigen, das wird jetzt schwierig werden für Jhin Air. Gerade gegen den Nash, der jetzt wieder weggegangen ist. Jetzt geht man da rauf. Barrel ist genutzt worden. Trace ist da hinten alleine mit der Ultimate. Kommt er da aber nochmal raus. Hier die Asi Ward vielleicht ein bisschen verschwendet. Aber es ist okay, man könnte viel Druck ausüben. Corki hier mit einer Menge Schaden auch gegen den Turm mittlerweile. Jetzt geht man hier auf den mittleren Turm, den nimmt er jetzt einfach mit. Das ist ein Auto-Attack noch für Corki, dann war's das. Man will ihn aber nicht rankommen lassen, wird hier aufgefressen. Barrel allerdings wird gerade nicht zur Verfügung. Da muss ja auch flashen, weil die Sensordaten einfach mittlerweile so unheimlich viel Schaden verursachen. Der nächste Inhibitor, der jetzt also frei liegt. Allerdings sind Longs noch ein bisschen vorsichtig. Sie merken halt, dass die Scalings langsam greifen von Jhin Air. Die können sich durchaus noch wehren. Aber man muss immer bedenken, dass sie das gerade zu viel verteidigt haben. Und da nur den einen Turm abzugeben, ist echt noch gut gespielt von ihnen. Und Victor und Ashton im Late Game hat alles andere als schwach. Wir haben mittlerweile Farmwerte von über 300 erreicht. Und dann brauchst du halt nicht um den Kill, um auf Full Item Build zu kommen. Victor hat jetzt ein Glück auch den Lernstab fertiggestellt, bevor er sein Death Cap baut. Das ist, denke ich, auch die richtige Variante. Gegen so viele Heavy Magieresistenzen, da möchtest du halt einfach die Magie-Durchdringung haben. Das heißt, er sollte jetzt auch langsam anfangen, ordentlich Schaden zu verursachen. Asi, der wird hier nochmal im Bauch durch die Gegend geportet. Er stellt jetzt auch ihre drei Items fertiggestellt. Auf dem besten Weg da. Wahrscheinlich in Richtung Blutdüster dann noch als letztes, als großes Item als nächstes. Ah, Wing, der Tank, der die Sensordaten. Und es ist ein Package für Fury da. Jetzt ist halt die Frage, wie kann Fury das Package einsetzen? Es hat alles andere als Tank, wenn er da reingeht. Ah, es ersetzt es definitiv ein. Hat ein bisschen Angst gehabt, dass Alice da jetzt für den Engage geht. Hat das auch so ein bisschen gebaitet, so tief, wie er sich da reingestellt hat. Das machst du normalerweise nicht. Kann man an der Stelle vor das Package wahrscheinlich einfach ausnutzen. Es dauert halt immer nur eine Minute, bis du das Ding nicht einsetzen kannst. Und es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn du es gar nicht benutzt hast. Dann benutzt es halt wenigstens defensiv und versuchst die Linie so ein bisschen reinzubaiten. Ist okay an der Stelle. Wink geht jetzt da rein. Schöner Arrow, nur Pure getroffen. Der ist da unten gestunt. Fury aber da noch keine Chance rauszukommen. Der beschäftigt sich da unten mit Trace, aber ihr seht, der Schaden, der ist nicht wirklich da. Der fehlt ihm gerade einfach, um da was zu verursachen. Shake konnte man jetzt trotzdem rausnehmen. Dafür hat es ausgereicht. Crash muss nicht sein Garden Angel auslösen. Jetzt geht man nochmal rauf, der hat aber Schild. Trace geht rein, sofort wieder rausgeholt. Ist vielleicht ein bisschen früh, hat er Probleme jetzt rauszukommen. Man ist 4 gegen 5 noch aufgestellt. Jetzt geht der gute Kusen da nochmal rein, stellt seine Kuppel auf. Aber ob die helfen wird, dann ist ein bisschen fraglich. Jetzt reicht nicht. Also hier wieder 2 Kills jetzt abgegeben. Longs auf besten Weg in Richtung Sieg. Aber man hat das Beispiel war eigentlich ziemlich geil. Der Trace, der eben direkt neben Fury stand und Fury hat gefühlt 0 Schaden an ihm verursacht. Das ist halt ein super gutes Bild, um hier die Carries rauszunehmen und zu bursten, aber gegen Tanks machst du damit halt wirklich gar keinen Schaden. Das ist halt Frozens Aufgabe. Der ist hier der absolute Tankzerstörer. Victor Ultimate wurde gezogen und wieder Pure, der dann auch low rauskommt. Crash und Pure, die waren halt so lucky in den letzten Fights. Aber natürlich waren sie nicht lucky, das war natürlich komplett calculated. Crash jetzt da unten wieder da, das Spielchen kennen wir ja schon. Rex ist tanky. Ich will da alleine die Inhibitoren holen. Allerdings, Victor sollte man trotzdem respektieren. Jetzt geht man da zu dritt und jetzt zu vier drauf. Den Inhibitor wird man auf jeden Fall bekommen. Da haben wir jetzt alle drei Inhibitoren genommen. Das Barrel nochmal wunderbar in der Mitte platziert und nichts getroffen. Armer winkt. Der denkt sich gerade auf, wie konnte das bloß verfehlen. Allerdings hat man jetzt das Problem, dass 6 Super Vasallen pro Wave kommen. Und wer soll das noch wegclearen? Der Nasher, der ist in 1.30 wieder da. Der Drake, der ist in knapp 2 Minuten wieder da. Es wird jetzt auch der Elder Drake sein. Und an der Stelle wird es halt schwierig, überhaupt die Objectives zu sichern. Und glaubt mir, wenn du 3 Inhibitoren down hast, einen Nasher-Buff abgeben musst und die Gegner mit Nash-Buff und die verstärkten Minions in deine Base einmarschiert kommen, dann hast du keine Chance, das mehr zu verteidigen. Also das sieht momentan echt gut aus für Longzo. Die müssen auch nicht mehr viel machen.
Gejoult ist gerade so ein bisschen der Faktor. Ist natürlich immer schwierig. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn du eine Minute bis rumpimmelst. Aber die Zeit kannst du normalerweise nehmen. Wenn du diesen Dash verpasst, dann kann er eigentlich nichts mehr schief gehen. Hier sieht das auch. Pro einzelner Lane, zwei super Vasallen. Na, viel Spaß beim Verteidigen. Man soll ja mal die positive Seite sehen. Die positiven Seiten sind einfach, Jhin, Air, Greenwings, die kriegen gerade Free Farm. Kostenlos ins Haus geliefert. Das ist natürlich nicht schlecht, aber wenn du dafür die Türme später abdrücken musst, dann ist es nicht mehr ganz so lustig. Der gute Cruisen, der hat mittlerweile jetzt auch seinen Death Cap ausbauen können. Dann fehlt da sowieso noch ein Item. Der Nashad, der wird jetzt in 20 Sekunden spawnen. Ist also nah dran. Man sieht auch, ne? Zwei Erddrachen. Da kannst du ihn auch zu zweit mal schnell machen. Man übt da noch viel Druck auf, aber Frozen, der sollte alleine sein, wenn Crashes tankt. Sehr allein in der Lage, dort auch diesen Nash schnell abzuholen. Das ist vollkommen okay. Und ihr seht, der Schaden. Das ist nur Asia. Aber zack, zack, zack. 1000 Leben pro einmal zustechen. Zu zwei Drachen schnell hier abgeholt. Asia ist einfach King darin, so ein Objective schnell nehmen zu können. Jetzt ist man auf dem Vormarsch. Ein Special, der ist groß, der muss sich gerade keine Sorgen machen. Den Buff, den gibt er trotzdem an die Minions. Und Kragas, der kann hier gerade nichts machen, um die Super Vasallen dort irgendwie wegzukriegen. Da oben, da kommen jetzt auch zwei. Das sind jetzt einfach die Minions, die unterwegs sind. Der Arrow, der geht ja auf Crash. Jay geht doch mal rein, hat aber keinen Impact. Barrel ist noch immer zur Stelle, aber wen willst du denn da holen? Crash wird jetzt angegangen mit der Ultimate rein, der Schaden. Der fehlt aber einfach. Jetzt mit dem Barrel Fury reingeholt, der geht sofort mit der Valkyrie wieder raus. Kragas hat man abgeholt, die Minions, die kümmern sich um den Türme. Trace, der wird da auch nochmal ohne Probleme von nah zerkleinert. Da gibt es noch Steak. Das heißt, man hat keine Chance, das Ganze mehr zu verteidigen. Cousin, der letzte Überlebende, gerade bei Frozen, hat man in diesem letzten T-Bad bekommen. Aber die Minions sind einfach viel zu stark. Selbst wenn du den T-Bad verlieren würdest an der Stelle, Longsu, die können nichts mehr falsch machen. Überrennen mit den Minions die Basis, holen sich das 2:1 und für sie war das gut. Schöner Spieltag. Sie haben sich da wirklich aus sich selbst herausbegeben, können sich da